So, jetzt hallo zusammen, gell? Ich bin jetzt mal ein bisschen förmlich, gell? Weil die Leute auf YouTube dann morgen und übermorgen dann diesen Vortrag vielleicht auch noch anschauen, gell? Jetzt habe ich erstmal eine Bitte an euch, dass ihr euren Ton ausmacht, genau. Dass ihr dann, genau, wunderbar. So, und weil ich ja gerade die Elke, die Optikerin da habe und die jetzt beim Augenarzt arbeitet, da fällt mir gerade eben ein, unser Thema ist ja heute neue Wege gehen und ich habe mir mal gedacht, ich gehe auf eine Verbraucherausstellung, ja. Und es werde ich nie vergessen, ja. Ich habe dann so einen Test gemacht, ja. Da war die Krankenkasse da, die hat so Sehtest gemacht, ja. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann machst auch so einen Sehtest, dann hast du dann in das Ding da reinschauen müssen, in den Apparat, gell, dann hast du irgendwie Zahlen lesen müssen und Worte. Und dann hat's da so einen Zettel ausgedruckt, ja. Und der Mann von der Krankenkasse schaut den Zettel an. Da habe ich ihn gefragt, und wie sieht's aus? Und dann hat er zu mir gesagt, also er wundert sich, dass ich überhaupt die Ausstellung gefunden habe, ja. So schlecht waren meine Augen. Also ich habe eine Brille, seit ich 5 Jahre bin, und das war so eine AOK Kassengestellbrille, und da hat man, glaube ich, 5 Mark drauf zahlen müssen. Und genau, aber jetzt habe ich wieder eine schöne Brille. Ja, ihr Lieben, neue Wege gehen ist das Thema, und mir war ganz wichtig, dass ich da ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen dahinter setze. Ja? Also ich weiß auch nicht, ob ich die komplette Wahrheit kenne. Ja? Die Wahrheit ist für mich eine Person, das sage ich immer wieder. Aber ich kann nur von meinem Leben berichten. Ich bin kein Philosoph, ich bin kein Seelsorger, ich bin kein Psychologe. Ich kann nur von dem berichten, wie es in meinem Herzen aussieht, von den Wegen, die ich gegangen bin. Das heißt aber auch, da waren Wege drin, die falsch waren. Davon möchte ich euch auch berichten, ja. Und das Wesentliche an allem ist für mich, Liebe ist eine Entscheidung, ja. Mir hat ja mal ein krebskrankes Mädel gesagt, das ja einige auch von euch kennenlernen durften, die hat gesagt, wichtig ist, dass du in dem, was du machst, Liebe hast, ja. Nur wenn du viel Geld verdienst oder hohes Ansehen hast, ja, und hast keine Liebe dabei, da gehst du zugrunde, hat sie gesagt. Wichtig ist, dass du Liebe hast. Und sie hat dann wortwörtlich mal gesagt, und wenn du nur Armbändchen knüpfst und verkaufst sie am Straßenrand und es macht dir Freude, das ist unendlich viel wertvoller als alles andere, wo du vielleicht einen Haufen Geld oder Ansehen verdienst. Ja. Da sind wir eigentlich schon beim Thema. Das habe ich auch in letzter Zeit ein paar Mal gesagt, weil mich das die letzten 2, 3 Wochen so sehr berührt, ja. Und zwar, der Hans-Peter Reuer hat mal in einem Vortrag einen Brief vorgelesen, ja, von einem Mann, der im Krieg war, an der Front war. Und er schrieb seinem Sohn einen Brief, ja, seinem kleinen Sohn. Und in dem Brief stand drin, die Mama hat mir erzählt, dass du jeden Tag für den Papa betest. Das ist wunderschön, dass du für mich betest. Und die Mama hat mir auch erzählt, dass du immer zuerst, ja, darum bittest, dass dein Papa bewahrt bleibt. Und dann hat er gesagt, und das ist aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass dein Papa das Richtige tut, ja. Und bitte bete für deinen Papa immer zuerst, dass er das Richtige tut, ja. Das heißt, wenn wir neue Wege gehen, ja, oder auch uns entscheiden, gewisse Wege abzubrechen, ja, oder nicht zu gehen, ja. Da brauchen wir, also aus meiner Sicht, ja, was ist das Ziel überhaupt, ja? Für wen mache ich das überhaupt? Für mich, für die Welt, ja? Was ist mein Antrieb überhaupt? Und für mich als Christ, ja? Ja, ich muss ja einen Maßstab haben, was ist richtig, was ist falsch, ja? In der Bibel steht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Der Rest, der kommt dann automatisch. Das ist das Wichtigste, ja. Und es bedeutet aber auch nicht immer, dass unser Leben einfach wird, ja. Es bedeutet nicht, dass unser Leben unbeschwerlich wird. Wenn wir das Richtige tun, kann auch sein, dass wir vielleicht mal einsam dastehen, ja. Dass die Leute gegen uns sind. Das kann auch sein, ja. Also ich werde euch nicht Wege aufzeigen, ja, die bequemlich sind, die lieb und nett sind, keine Ahnung, ja, wo man von allen gefeiert wird. Vielleicht sind es auch Entscheidungen, wo du am Ende dann auch alleine dastehst, ja. Dann höre ich immer wieder in der Welt, lebe deinen Traum, ja. Das heißt, wenn wir Wege gehen, ist es oft auch mit Träumerei verbunden, ja.
Und ich weiß, dass das von den Leuten gut gemeint ist, ja. Lebe deinen Traum. Ich muss ja hier aber ganz ehrlich sagen, ich halte nicht viel davon, ja. Wenn jeder seinen Traum lebt, ja. Wenn jeder nur noch dieses egoistische Denken hat, ich mache das, was für mich richtig ist, von mir passt, ja. Ich habe das auch gemacht. Ich habe Wege in meinem Leben eingeschlagen, da bin ich meinem Traum gefolgt und habe aber gleichzeitig meine Familie und mich zerstört. Das war mein Traum. Ich bin diesen Traum oder diesen Weg gegangen aus vielen Lebenswunden heraus, aus Minderwertigkeit, auch aus Schuld, ja, habe ich Wege eingeschlagen, wo ich gedacht habe, die Wege muss ich gehen. Ja, das ist mein Traum. War es mein Traum, es anderen zu beweisen? Ist es für mich erbaulich, ja? Und dann, wenn die anderen dich loben, wenn sie sagen, oh, jetzt hat er es geschafft, und dann bin ich dann zufrieden, ist es das, wo ich dann gemütlich in den Sessel mich zurücklehnen kann und sagen, jetzt habe ich es geschafft? Da muss ich immer wieder und immer wieder erwähnen, ja, dass ich hierbei von sterbenden Menschen immer am meisten lernen durfte. Die wussten am Ende ihres Lebens immer ganz genau, ja, was richtig und falsch gewesen wäre. Und es geht am Schluss, geht es immer um Liebe. Und es geht um die einfachsten Dinge. Mir ist mal ein Mann begegnet, dessen Frau ist an Krebs erkrankt. Das war vor ein paar Jahren in Aalen im Krankenhaus, im Ostalbklinikum. Und ich sehe ihn, wir sind miteinander aufgewachsen und er lief an mir vorbei und ich nenne ihn jetzt mal Fritz, sage, Fritz, wie geht's dir? Und er sagte, du, und er wischt seine Träne weg und sagt, meine Frau hatte den Krebs besiegt und jetzt kam er wieder zurück. Ich kann nicht mehr, ja, und wein, sage, du, für deine Tränen musst dich nicht schämen. Und irgendwie kamen wir dann auch früher zu sprechen und er hat gesagt, Mensch, wir haben früher immer hier bei uns in der Siedlung gegen die Garagentore geschossen, ja. Wir haben so lange dagegen geballert, bis sämtliche Gesichter, sämtliche Köpfe aus den Fenstern herauskamen und geschrien haben, macht nicht so einen Lärm. Und er hat gesagt, es war so schön, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso machen wir das eigentlich nicht mehr? Wieso schießen wir nicht mal wieder gegen die Garagentore und schauen, welche Gesichter, welche Köpfe noch aus den Fenstern überhaupt noch herauskommen, 35 Jahre später? Warum machen wir einfach die einfachen Dinge nicht? Vor kurzem habe ich einen Beitrag gesehen aus Spanien, da ist ja auch unfassbar viel Schnee gefallen, ja. Und da haben die, ich weiß nicht, wo es war, in welcher spanischen Großstadt, da haben Hunderte von Menschen eine Schneeballschlacht gemacht. Das ist kostbar. Das ist wertvoll. Wann hast du deine letzte Schneeballschlacht gemacht? Ich war heute mit meiner Tochter, die ist 11, im Garten und wir haben eine Schanze gebaut, ja. Mich hat's reingeknallt wie blöd, aber herrlich. Wann war es das letzte Mal Schlittenfahren? Sterbende bereuen so oft die einfachen Dinge in ihrem Leben, die sie nicht getan haben. Die einfachen Wege. Und es geht manchmal so schnell, ich habe viele Menschen in meinem Leben verloren, plötzlich durch Krankheit, meinen besten Freund vor 11 Jahren, dem bei zu hohem Blutdruck eine Ader im Kopf geplatzt ist und von jetzt auf nachher, ja, war der Krankenwagen, überall kam das Blut raus, von jetzt auf nachher war nicht mehr da. Ja. Mit dem habe ich früher auch gegen die Garagentore geschossen. Also es geht darum, das ist so mehr so ein Herzensanliegen, ja. Lebe nicht unbedingt deinen Traum. Sondern guck überhaupt einmal, ich rede hier so selbstverständlich von Jesus, ja. Also ich meine, wenn heute schon sagst, du glaubst an Gott, das geht vielleicht gerade noch durch, ja. Aber Jesus, da hast du ja vielleicht nicht mehr alle Latten am Zaun, ja. Ja, Jesus war vielleicht so ein Religionsstifter, ein netter Kerl, ein cooler Typ. Aber soweit ich weiß, ist er nicht dafür gestorben, ja, dass er ein cooler Typ war, nette Sprüche, sondern er hat einen Anspruch gehabt, ja. Er hat gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. Entweder ist es die Wahrheit oder er ist ein Lügner. Dazwischen gibt's nichts. Ja. Und wenn er der Sohn Gottes ist, dann ist er für mich in meinem Leben einfach alles. Ja. Und der wurde mal gefragt, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu haben? Ja. Und ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, aber er hat 3 Dinge erwähnt. Nicht nur ewiges Leben, sondern wie wir Leben haben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele, von ganzem Verstand, von mit allem, was du hast. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, Leben findet nur in Beziehung statt. Ja,
Ja. Und deshalb, wie gesagt, ich mache heute, ich bin nicht der Corona-Beauftragte. Wir haben schon Leute gesagt in den letzten Tagen und Wochen, das ist kein Leben mehr. Ich habe niemanden mehr. Niemand besucht mich mehr. Leute wenden sich von mir ab. Leute streiten miteinander, weil der die und die Meinung hat. Und auch wenn ich mich ab und zu öfters mal wiederhole, ich kann mir auch nicht immer neue Wahrheiten heraussaugen. Ja, vielleicht ist dieses Schreien nur ein Schreien aus Angst. Menschen, wenn man zu einem Unfall dazukommt, dann trifft man Menschen an, die schreien, die sind in Schock, die haben Schmerzen, die sind verzweifelt, keine Ahnung, ja, die sind in Panik. Und alles, was ich gelernt habe in meinem Leben, wenn ich zu einem Unfall dazukomme oder früher im Sicherheitsdienst zu Menschen, die verletzt wurden bei Auseinandersetzungen, da waren meine Worte immer tröstend und beruhigend. Ich habe nicht nur auf die Leute eingeschlagen, habe da zusätzlich auf den Verletzten noch eingeschrien, sondern ich habe Worte des Trostes gehabt, und der Wertschätzung, ja, und versuchte die Situation zu beruhigen. Und was machen wir? Wir hacken aufeinander ein und ich rede nichts mehr mit dir. Ich habe mich entfreundet von dir und da. Vielleicht haben beide Seiten Angst. Vielleicht haben beide Seiten Angst. Ich bin auch politisch noch nie in meinem Leben aktiv geworden, noch nie. Ich war noch nie aktiv, ja. Ich weiß auch nicht, was links und rechts ist, ja. Ich kenne mich da gar nicht aus. Aber ich habe mir öfters mal so Studien angeschaut, ja, gerade so Rechtsradikale, ja, was die von sozialen Hintergrund haben, ja. Oder es gibt eine Studie von Leuten, ja, so Linksradikale, die mal irgendwo alles zusammengeschlagen haben, ja, die waren im Schnitt 21 Jahre alt und sind zu 90% in zerstörten Familienverhältnissen aufgewachsen. Und immer wieder an dieser Stelle möchte ich den Leuten sagen, das bedeutet nicht, etwas gut zu heißen, ja, aber jetzt verstehe ich es. Ich verstehe es, ja. Und Leben funktioniert hauptsächlich in Beziehung, ja. In Beziehung zu mir selber, in Beziehung zum Nächsten und in Beziehung zu Gott. Das heißt, wenn ich einen Weg gehe und lasse einen von diesen drei Personen aus, dann funktioniert das Ganze nicht. Dann ist auch vielleicht in dem Ganzen kein Leben mehr drin. Mache ich das aus Egoismus für mich selber, ja, dann tut es vielleicht mal ganz kurz gut, so wie Menschen sich vielleicht mit Alkohol oder mit anderen Drogen betäuben. Es nimmt ganz kurz den Schmerz, es betäubt dich, ja, und kommst du wieder zu dir, ja, dann ist die Katastrophe noch größer. Also brauchst du noch mehr, ja. Oder die Lücke und das die Leere in unserem Herzen, ja. Wie wollen wir die überhaupt füllen, ja? Mit was? Mit Pornografie, mit vielen Beziehungen, mit Geld, mit was weiß ich was alles. Dann diese Lücke wird nicht zu stillen sein. Das heißt, wir brauchen immer mehr davon. Immer mehr von dem, was uns kaputt macht. Immer mehr Erfolg, immer mehr Ansehen und so weiter. Guck mal, nicht böse sein, ich bin FC Bayern-Fan, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, ich bin so groß geworden, ja. Ich muss aber euch ehrlich auch sagen, ich kann die ganzen Meisterschaftsfeiern auf dem Marienplatz in München schon immer anschauen. Ja, eine Feier wie der andere, alles so routinemäßig. Und für wen eigentlich? Alles ist so vergänglich. Ein Freund von mir ist einer der besten Boxer dieser Welt gewesen. Es geht ihm gesundheitlich nicht gut. Und ich sitze in seinem Wohnzimmer drin, umringt von Pokalen, ein Meer von Pokalen. Und ich sage, mein Freund, was ist übrig geblieben? Was ist übrig geblieben von all den Erfolgen? Die Leute, die dir zugejubelt haben, sind alle weg. Die Lobeshymnen sind verstummt und die Pokale sind verstaubt. Was bleibt übrig? Was bleibt übrig, wenn du einen neuen Weg einschlägst und einen anderen Weg gehst? Mit welchem Ziel? Noch ein Pokal? Nee, die Karriereleiter nach oben klettern? Und in unserem Sprachgebrauch sind immer mehr Worte drin mit Selbst, ja? Selbstverwirklichung, Selbstfindung, Selbst. Das ist die Garantie für ein einsames Leben. Einsamkeit, so habe ich gelesen, ist Todesursache Nummer 1 in dieser Welt. Einsamkeit. Ja. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Einsamkeit ist das Schlimmste.
Und wenn wir dann einen Weg einschlagen, der wieder von Einsamkeit geprägt ist, dann wird es diese Leere in unserem Herzen nicht stillen. Da bin ich mir absolut sicher. Absolut. Es heißt aber auch, die Wege, die wir gehen, die können beschwerlich sein, ja. Guck mal, ich hab auch hier beschlossen, diesen Weg über Zoom, über Ding zu wählen. Es ist nicht meine Welt. Ich hätte euch lieber bei mir, ja. Und ich hätte euch lieber direkt in einem Vortrag, wo man dann auch mit nachquatschen kann und die Leute mal in den Arm nehmen kann und ja, auch mal miteinander schweigen kann, ja. Und wie oft bin ich nach meinen Vorträgen den Leuten noch, wir sind dann noch durchs Dorf gelaufen, ja. Weil einfach Leute dabei waren, die so traurig waren, die konnten nicht einfach gehen lassen, ja. Und bin noch 1-2 Stunden mit den Leuten zusammengesessen. Das ist meins, das kann ich ja heute gar nicht hier machen, ja. Aber wenn wir Wege wählen, ja, wo einer dieser drei Personen, egal ob du selber oder der andere oder Gott, ausgeklammert wird, da bin ich mir persönlich absolut sicher, ist zum Scheitern verurteilt. Das mag einen kurzzeitigen Erfolg bringen, was immer auch Erfolg ist. Aber ich glaube, dass da kein Segen drauf ist, ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich weiß ja nicht, wer von euch Jesus lieb hat, ja. Das ist die entscheidende Frage für mich, ja. Der Petrus wurde gefragt, an dem Ort Mensa Domini, ja, wo ich schon sein durfte, hast du mich lieb, ja. Und einmal hat Jesus mal die Jünger gefragt, wer bin ich denn für euch, ja. Eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, dass die lebensentscheidend ist, ja. Wer bin ich denn für euch? Wer ist Jesus für euch? Ja, ist ein netter Typ, ja, toller Kerl, ja. Wer ist er für dich, ja? Für mich ist er alles. Ja, ich wurde vor kurzem in einem Gottesdienst gefragt, ja, weil Jesus für mich ist alles. Freund, Gott, aber er ist auch die Mülldeponie meines Lebens. Ja, er ist die Mülldeponie meines Lebens. Ich hab keinen anderen Ort, wo ich den Müll meines Lebens hintragen kann. Ja, wenn einer mir einen besseren Ort weiß, muss er sagen. Ja, und jetzt habe ich aber so selbstverständlich immer von diesem Jesus gesprochen. Auf meinen Spaziergängen, ja, in den letzten Wochen und Monaten sind mir so viele Menschen begegnet, ja, als ich diese Wege gegangen bin. Und was haben die Leute mir erzählt? Und ich werde nie vergessen, ein Ehepaar, ein so stolzes Ehepaar, Geschäftsleute, wo der Mann so, es kommt ein Fremdwort, Vorsicht, eloquent, ja. Ich habe mit Hilda ausgemacht, dass wir öfters mal Fremdworte bringen, dass die Leute sehen, wir bleiben dran, ja, und ja, genau, wir gehen mit der Zeit. Ich habe ja jetzt auch vor kurzem gelernt, was Turnen sagt man turnt nämlich, man macht Workout. Ja. Habe ich auch gelernt, ja, man macht jetzt ein Workout, man turnt nämlich, man worked out, ja. Auf jeden Fall, als ich so meine Runden lief, dieses Ehepaar, ich werde es nicht vergessen, der Mann war doch immer so stolz, aufrecht, immer einen flotten Spruch, knallharter Typ, ja. Und dann war der zerbrochen. Zerbrochen mit seiner Frau. Was ist aus all den Firmen, die er aufgebaut hat? Und wir kamen ins Gespräch und es hat keine 2 Minuten gedauert, ja, bis ich sie gefragt habe, ja, was machen Sie denn mit Ihrer Angst? Ja. Irgendwo muss schon was geben. Pastor Wilhelm Busch hat gesagt, wenn die Leute immer sagten, ein höheres Wesen, ja, was ist ein höheres Wesen? Eine Katze auf dem Dach ist ein höheres Wesen. Was soll ein höheres Wesen sein? Ja. Dieses undefinierbare irgendetwas, mit irgendetwas kann ich nichts anfangen. Ich kann mit irgendetwas nichts anfangen. Das ist ungefähr so, wenn ich krank bin, ja, schwer krank, und ich gehe zum Arzt und sage, jetzt gebe ich Ihnen irgendein Medikament. Ja, irgendeins brauche ich nicht, ich brauche das Richtige. Ja. Oder ihr alle habt doch Menschen lieb, ja. Tanja, ich kenne ja viele Leute auch hier persönlich. Wenn ich dir jetzt sagen würde, ja, du bist ja toll verheiratet, nimm dir doch einen anderen Mann, Hauptsache du hast einen Mann, irgendeinen Mann halt, ja, dann würde ich sagen, nee, meiner ist der Richtige. Holger, du hast wunderbare Kinder. Wenn ich dir sagen würde, nimm doch andere Kinder, ist doch egal, Hauptsache man hat Kinder, irgendwelche halt, dann würde ich sagen, was ist das für ein Geschwätz? Das sind meine Kinder, ja. Das finde ich das Schöne auch, wenn ich die Bibel lese, so, das sind Liebeserklärungen. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Mein. Und er sagt, ich bin dein. Da haut's mich weg. Und die Leute tauschen das ein gegen Horoskope. Ehrlich, wirklich? Gegen Horoskope? Gegen Glücksbringer? Gegen ein höheres Wesen?
Der verlorene Sohn ist auch einen neuen Weg gegangen. Ja? Aber er musste so tief sinken, bis er bei den Schweinen war. Und mich fragen immer die Leute, warum lässt Gott das Leid zu? Warum hat deine Familie einen Unfall gehabt? Warum hast du einen Herzinfarkt gehabt? Weil ich in dieser Welt bin. Weil meine Frau damals nicht gefahren ist, nicht den Unfall verursacht hat. Das war ein anderer. Der hat eine Entscheidung getroffen. Warum habe ich einen Herzinfarkt gehabt? Mein Lebenswandel. Irgendwo muss das eine Konsequenz haben. Ja? Und all das, was mein Herz belastet hat, das muss da Spuren hinterlassen. Ich kann doch nicht Gott für alles verantwortlich machen. Ist eigentlich schon faszinierend, ja. Da klammert man ihn aus und dann, wenn irgendwie schief läuft im Leben, dann fragt man, wie kann Gott alles zulassen? Wie kann er das alles zulassen? Und trotzdem, der verlorene Sohn war irgendwann mal in diesem Schweinetrog und er ging in sich. Er ging in sich. Und dann dreht er um, ja. Er dreht um. Wahnsinn. Und ich glaube, sein Papa ging nie ins Haus zurück. Der ging nie zurück. Und jetzt kommt die einzigste Stelle in der Bibel, wo Gott rennt. Ist es schon mal aufgefallen, dass Gott rennt? Und ich bin ja nur eine. Ich gebe das gleich offen und ehrlich zu. Ich bin nicht mit dem Wissen auf die Welt gekommen. Ja, das habe ich auch nur von einem Vortrag gehört. Ja, und ihr wisst ja, ich höre manchmal Vorträge von schlauen Menschen an und manchmal lese ich schlaue Bücher und nehme da Zitate oder Dinge raus und dann erzähle ich die in meinen Vorträgen. Und schwupp, denken die Leute, ich wäre schlau. Stimmt gar nicht. Aber vielleicht habt ihr das auch nicht gewusst. Gott rennt seinem Sohn entgegen, ist unfassbar. Und der Kerl hat gestunken, der war mit den Prostituierten zusammen. Der war im Schweinedruck, der war im Dreck dieser Welt. Vielleicht hat er nach Alkohol gestunken. Vielleicht hat er sämtliche Krankheiten gehabt, wer weiß, ja, wenn du so im Dreck unterwegs bist. Und er fordert ihn nicht auf, hey, erstmal hier, da, zieh dir mal was Frisches an, schön, dass du da bist, zieh dir was Frisches an, ja, und dann wasch dich auch und mach einen guten Duft hin, ja, und dann setzen wir uns rein. Nein, er fällt ihm um die Arme, er fällt ihm um die Arme. Er macht sich eins mit dem Gestank, mit dem Dreck. Und Wahnsinn, er gibt ihm neue Schuhe. Ich habe das so verstanden, weil die alten, Wahnsinn, in welchem Dreck waren die unterwegs? Jetzt gehen wir neue Wege. Er kriegt ein neues Gewand, ja. Das herrlich duftet, das schön ist, ja, toll. Und er kriegt einen Ring. Wisst ihr, ein Ring ist, hat er nicht nur kein Anfang und kein Ende, sondern er ist auch, habt ihr Ben-Hur gesehen? Wer hat mal Ben-Hur gesehen? Ja. Da hat ja der den Oberbefehlshaber, der Ben-Hur auf dem Schiff gerettet. Und dann wurde er adoptiert, er wurde sein Sohn, er hat ihm den Ring gegeben. Mit dem Ring konnte er überall hingehen. Ja, da, ich bin der Sohn von dem und dem. Der hat ihm alle Türen geöffnet, dieser Ring. Ein Ring bedeutet, alles was mir gehört, gehört dir. Wir sind eins. Das ist unfassbar. Und seht ihr, und das bedeutet auch für mich, wenn ich weiß, ich habe diesen himmlischen Papa, ich darf Fehler machen, in meinem Leben darf es stinken, ja. Aber ich weiß, zu wem ich gehöre, ja. Und ich weiß nicht, oder was ich mich manchmal frage, warum entscheidet sich die Welt für so viel Billiges, für so viel Wertloses, für so viel Quatsch auch manchmal, ja. Was die Leute alles machen und alles für selbstverständlich nehmen. Man wünscht dem anderen toi, toi, toi. Natürlich ist da was Gutes damit verbunden. Aber in der Tiefe ist es was Schreckliches, ja. Es bedeutet Teufel, Teufel, Teufel. Warum machen wir sowas? Warum hinterfragen wir nicht? Warum hinterfragen wir nicht, wo das Daumendrücken herkommt? Warum hinterfragen wir nicht? Und seht ihr, ich kann nur darauf hinweisen, als der Schumi zum Beispiel diesen schweren Skiunfall hatte, da stand am nächsten Tag in der Bildzeitung, betet für Schumi. Wie oft, wenn irgendwelche Katastrophen sind, dann steht in der Boulevardpresse sogar, betet. Oder die Leute sagen, wir müssen beten. Ja. Warum nicht einfach nur so? Warum ist dann auf einmal toi, toi, toi und Daumen drückend und ein höheres Wesen nicht mehr wichtig, sondern dieser eine Gott, der versprochen hat, dass er für uns da ist? Ich kenne eine Frau, die hat ein schweres Leben durch.
Und die hat beim Autounfall mal einen Menschen getötet. Sie war aber unschuldig, ja. Der ist ihr ins Auto reingelaufen. Und ich bin der Frau 3-4 Wochen nach diesem unfassbaren Leid begegnet. Und ich frage manchmal Menschen, wie geht's dir? Wie geht es dir? Das ist aber nicht damit verbunden, dass es eine Floskel ist und dass man halt irgendwie ins Gespräch kommt, sondern ich meine das wirklich. Wie geht's dir? Und ich habe mal den Witwer von unserer Freundin, die beim Autounfall ums Leben kam, den habe ich mal ein paar Tage nach dem Unfall gefragt, sage, wie geht's dir? Wenn ich frage, wie geht's dir, darfst du mir sagen, du, ich habe Todesängste. Ich scheiß mir in die Hosen vor Angst. Das darfst du mir sagen. Du kannst mir sagen, dass du schlaflose Nächte hast. Du kannst mir sagen, dass es dir so schlecht geht, dass du deinen Schmerz betäubst. Ich will wissen, wie es dir geht. Ich brauche keine Floskel, ich brauche den Blödsinn nicht. Ja? Und dieses angelogen werden, ja, das brauche ich nicht. Und ich habe die Frau gefragt, wie geht's dir? Sie schaut mich an und sagt, Micha, es geht mir elendig. Ich kann nicht mehr. Warum muss das mir passieren? Ich habe sie gefragt, ob sie Gott lieb hat. Sie fährt mich an und sagt, Gott kann es ja gar nicht geben. Kann es doch gar nicht geben. Schau dir mein Leben an, schau dir die Welt an, das ist schon ein paar Jahre her. Ihn kann es nicht geben, sage ich ehrlich. Sage ich, ich habe eine Frage an dich, hast du schon mal einen ganz geliebten Menschen verloren? Da fängt sie noch mehr an zu weinen und sagt, vor 3 Wochen ist meine Oma gestorben, die war wie eine Freundin für mich. Dann habe ich sie gefragt, und wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen, wo sie wäre? Sie wischt sich die Tränen weg und schaut mich an und sagt, im Himmel, sei ehrlich, im Himmel. Ich fragte sie, bei wem? Wisst ihr, was sie sagte? 5 Minuten, nachdem sie gesagt hat, es kann keinen Gott geben, auf die Frage, wo soll deine Oma sein, wenn es diesen Ort gibt und wenn du einen Wunsch frei hättest, dann sagt sie, bei Gott. Letztendlich habe ich festgestellt, dass er die erste Person ist, die wir anklagen. Dass er aber auch der erste ist, wo unsere Hoffnung hingeht. Wo sonst? Zu wem sonst? Und da habe ich vor 2 Jahren mal von meiner Tochter, die ist ja 11, etwas Unfassbares erleben dürfen. Hochtheologisch. Wir waren am Friedhof bei meinem Papa, bei ihrem Opa. Und meine kleine Maus schaut mich an und sagt, schaut sich so die Gräber an und sagt, du Papa, alle Menschen, die hier gestorben sind, haben die Jesus lieb gehabt. Ich schaue sie an und sage, Schatzele, ich glaube nicht. Und dann sagt sie Folgendes zu mir, Papa, dann verstehe ich die Menschen nicht. Wenn die im Leben keine Zeit hatten für Gott und keine Liebe, wieso wollen die für immer in Ewigkeit mit ihm zusammen sein? Ja. Muss ja keiner. Es muss ja die Hölle sein, oder? Ja. Ihr wisst doch, wir glauben an einen Gott, der Mensch wurde und der hier zu uns kam, um mit uns zu zelten. Ja. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Ja. König David sagt, in deinem Zelt möchte ich zelten. Ja. Ich gehe doch nicht mit niemandem zelten, mit dem ich keine Zeit verbringen will. Und mit dem ich nichts zu tun haben will. Zelten bedeutet doch Nähe und Vertrauen. Ja? Was für ein Gott, der zelten möchte, ist unfassbar. Er möchte mit uns zelten gehen. Er möchte mit uns frühstücken. Und die Welt entscheidet sich für ein höheres Wesen und für Horoskope. Transzendenz, Stier und Jungfrau, also so Blitze. Ich brauche dich. Unser Schrei nach Liebe muss doch von jemand gegenüber beantwortet werden. Er verhallt doch, wenn es nur ein Es ist. Ich liebe dich. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen, bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und du bist kostbar und wertvoll, weil ich dich liebe. Aber ich weiß, wenn wir uns entscheiden, ja, auch diese Wege zu gehen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Also wenn wir Gott in unser Herz einladen, ja, dann sollten wir viel mehr auf unser Herz hören, eigentlich immer. Ja. Denn in der Bibel steht auch, das Herz weiß Dinge, von denen der Verstand keine Ahnung hat.
Und ich möchte immer auch wieder berücksichtigen, dass Leute dabei sind, die noch nie einen Vortrag von mir gehört haben. Ich habe das mit dem Herzen, mit dem Verstand schon vielen Leuten diese Frage gestellt oder einfach ganz einfach erklärt. Jede Mutter würde für ihr Kind kämpfen, wenn das Kind in Gefahr ist. Wenn dieses Kind von 1000 brutalen Schlägern umstellt ist, würde die Mutter dazwischen gehen, zu ihrem Kind gehen und obwohl ihr Verstand sagen würde, du hast keine Chance, würde das Herz sagen, ich bin für dich da. Ich würde ihr Leben geben, ohne Zweifel. Der Verstand sagt keine Chance, das Herz sagt, ist egal, ich bin für dich da. Und in der Bibel, das habe ich mir auch von schlauen Menschen sagen lassen, steht im Neuen Testament 194 Mal Christus in mir, Christus in dir, der lebt hier drin, wenn du ihn eingeladen hast. Ja? Siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Er wirbt um uns. Ja? Und ich habe so das Gefühl, dass der Großteil der Menschen ihm die Tür vor der Nase zuknallt und sagt, ich brauche ihn nicht. Ja. Wege gehen, ja. Wie oft bin ich in meinem Leben Wege gegangen, nur um es anderen zu beweisen, ja. Wie oft habe ich mich in meinem Leben verstellt, wie oft war ich nicht echt, ja. Nur, dass die Leute nicht sehen, ja, wie ich wirklich bin. Ich habe heute mit meiner Tochter gesprochen, wir haben so uns über die technischen Möglichkeiten unterhalten, ja. Jetzt gibt's ja schon Verfahren, wo man langsam Gedanken entschlüsseln kann. Haben wir gedacht, oh je, stell dir mal vor, alle eure Gedanken kann der andere lesen. Da können wir alle einpacken. Ja? Ja? Wer hat schon mal in Gedanken jemanden getötet? Ja, dann bist du ein Mörder. Der Wunsch war in deinem Herzen schon da. Ja? Was wir manchmal über andere denken und Wahnsinn. Und wenn das mal alles öffentlich wird, ist unfassbar. Und Gott kennt unsere Gedanken. Gott kennt den Grund unseres Herzens. Das ist für mich so faszinierend. Ein Seemann, ein erfahrener Seemann kennt die Strömungen, ja. Er weiß, da ist ein Riff da, aber was letztendlich am Grund des Meeres liegt, das weiß er auch nicht. Gott weiß es. Und trotzdem ist er schockverliebt in dich und in mich. Ja. In einem Vers steht, soweit ich drin, es würde mein Herz zerreißen, dich aufzugeben, ja. Er jubelt über dich. Wenn er an dich denkt, jubelt er über dich. Und dieses eine Lied, wo es manchmal heißt, danke, dass du mich kennst und trotzdem liebst, das stimmt ja gar nicht. Nicht trotzdem, sondern weil er dich kennt. Weil er dich kennt, liebt er dich. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, aber mit all den Abgründen und meinen Heimlichkeiten liebt er mich? Ja. Liebst du deine, wenn du Mutter oder Vater bist, liebst du dein Kind, auch wenn du weißt, es hat schräge Gedanken? Ja. Und wenn dieser Papa uns schon so sehr liebt, oder wenn wir als Vater und als Mutter so sehr lieben, wie muss dieser Papa uns lieben? Das ist unfassbar. Ich glaube, wir brauchen die ganze Ewigkeit, um das zu verstehen. Wie viele Kinder, wie viele Erwachsene verstellen sich an der Schule, am Arbeitsplatz und geben jemanden vor, den sie eigentlich gar nicht sind, dass sie nicht echt sind. Und für mich ist es wirklich eine Freiheit geworden, über meine Gefängnisse zu sprechen. Freiheit zu sagen, ja, ich habe noch Minderwertigkeitskomplexe. Ja, ich habe Zweifel. Ich wurde vor kurzem in einem Schweizer Gottesdienst interviewt, ob ich auch manchmal noch Angst hätte. Ja, klar habe ich die. Ich habe auch Zweifel. Jetzt könnte ich natürlich von, da haben die mich ganz komisch angeschaut. Es stimmt aber. Ich kann es ja nicht ändern. Es wird ja nicht dadurch besser, wenn ich was vorgebe, was nicht so ist. Es ist wirklich so. Aber ich bin befreit davon, jemand sein zu müssen, der ich nicht bin. Ist mir zu anstrengend und kostet auch zu viel Kraft. Und schaut her, ich habe ja diesen ganzen Kampfsportweg nur eingeschlagen, weil ich kämpfen musste, damit mir keiner mehr wehtut. Das Ziel war nicht Liebe für meine Mitmenschen oder sonst irgendetwas. Das Ziel war, ich zeig's. Ich habe auch manche Sachen, die ich trainiert habe, gar keinen Bock gehabt. Aber Hauptsache, mir tut keiner mehr weh. Den Sicherheitsdienst, jemand, der so harmoniebedürftig wie ich eigentlich in meinem Leben, der mit so viel Angst eingeschlafen ist und mit so viel Angst in seinem Leben aufgewacht ist, der setzt sich
unzählige Male Schlägereien aus und Gefahren aus. Eigentlich völliger Blödsinn. Aber warum habe ich es gemacht? Jetzt habe ich ein Etikett bekommen, Security. Jetzt war ich jemand, jetzt war ich der Bodyguard von dem und dem, obwohl es da 1000 bessere gegeben hätte. Aber die Wunde in meinem Herzen, die war immer noch da. Die war immer noch groß, weil Gott nicht an erster Stelle war. Mein Vater zu zeigen war an erster Position. Denen, die mich gequält haben in der Schule, denen wollte ich es zeigen. Und es ist doch eigentlich total befreiend, mal alles zuzugeben. Ja? Früher habe ich mir gesagt, ich brauche einen großen Geländewagen, ja, wegen Allrad und so. Nein, aus Minderwertigkeit brauche ich den. Damit die anderen auch sehen, oh guck, jetzt hat er es geschafft. Weil ich habe immer Winterauto gefahren, das habe ich auch im Sommer gefahren. Ich habe immer Winterautos gefahren, ja. Wisst ihr, manche Leute haben ein Winterauto, ja. Das habe ich auch im Sommer gefahren. Und als ich mir meinen ersten Geländewagen gekauft hat, ja, auf Schulden 2007, 2008, da habe ich gesagt, ja, ich brauche das. Und nein, ich brauche es nicht. Ich habe es gebraucht, damit es die anderen sehen. Deshalb habe ich es gebraucht. Musste früher auf meiner Visitenkarte VIP-Bodycard draufstehen, ja, dass die Leute... Nein! Damit ich endlich jemand bin. Und ich denke, ich bin schon frei davon. Nein, gar nicht. Aber ich bin frei davon, jemand vorzugeben, wer ich nicht bin. Ja, da bin ich frei davon. Und auch wenn mir manche Christen sagen, also dass du noch Angst hast als Christ und bei deinem Herzen fakt Todesängste hattest, das verstehe ich mir ja gar nicht. Doch. Doch. Möge Gott mir die Gnade schenken. Die Gnade, wisst ihr, was Gnade ist? Mein Freund Blase, ehemaliger Intensivstraftäter, der hat mir Gnade so mal beschrieben. Der hatte bei seiner letzten Gerichtsverhandlung vor ein paar Jahren, kam der Gerichtsdiener nicht mit der Akte rein, sondern mit dem ganzen Wagen, um alle Akten zu bringen. Ja. Er hat gesagt, ca. 60 bis 90 Minuten, so genau weiß er das nämlich, haben sie seinen ganzen Vorstrafenregister vorgelesen. Und dann steht dieser Kerle, mit dem habe ich noch nie über Theologie gesprochen. Oder mit dem ehemaligen Aussteiger von den Hells Angels, ja, oder mit anderen drogensüchtigen Verbrechen. Wir haben noch nie über Theologie diskutiert. Wir sprechen einfach über Liebe, Freundschaft und Wertschätzung. Da will keiner schlauer sein wie der andere, dadurch gewinnen wir kein Menschenherz. Aber Blase stand eines Tages in seinem Hof vor seiner Haustüre und hat Gnade beschrieben. Dass Gott, ich sag's in seinen Worten, ja, und es hat mich tief getroffen, dass Gott an Dreck wie mich liebt, hat er gesagt. An Dreck wie mich ist mir unbegreiflich. Aber er tut's. Und er liebt mich und er macht mich frei. Das berührt mich, du. Und dieser Mann geht einen neuen Weg. Seit 3, 4 Jahren. Ich will einen neuen Weg gehen. Und Leute, die mich verführen wollen von falschen Weg, kommen nicht mehr zur Haustüre rein, hat er gesagt. Niemand bringt mir Alkohol mehr mit, der bleibt draußen. Ja, er war schwerster Alkoholiker seit seinem 13. Lebensjahr. Heute ist er 48. Das ist Gnade. Gnade kann man sich nicht verdienen. Es ist ein Geschenk. So ist Weihnachten im Prinzip nichts anderes als, ja, eine gnadenreiche Zeit, sagt man. Ja, ich glaube, ich habe jeden Tag Weihnachten, ich habe jeden Tag Konfirmation, jeden Tag. Mit dir mache ich es fest. Das ist für mich, das ist unfassbar. Ja, ich kann jeden Tag Weihnachten feiern. Und vor kurzem hat mir wieder auf Facebook mal jemand geschrieben, ja, wie als Christ Weihnachten feiern, das wäre ein heidnisches Fest. Das heißt, du, ich kann am 38. Juli Weihnachten feiern. Ja, ich kann immer Weihnachten feiern. Weil er zu mir gekommen ist. Ja, und manchmal muss man aus Überheblichkeit und aus Dummheit und aus Verletzung geben halt manchmal auch Wege in seinem Leben, die nicht gut sind. Ja, die nicht gut sind. Und manchmal biegen wir uns diese Wege zurecht, ja, die hören sich dann, wir machen da noch ein bisschen frommes Ding dazu, gell, und dann redet man sich das zurecht, obwohl man in seinem Herzen weiß, es ist falsch, ja. Als ich mit 18 Jahren ausgezogen bin, da habe ich meinen Vater angeschrien, habe gesagt, wenn du mir noch ein einziges Mal wehtust, dann gehe ich. Und was viele Leute nicht wissen, ja, ich war davor mit meinem Papa, wir lagen im selben Krankenhaus, ja.
Ich habe ein Problem mit einer Niere. Ich war im Krankenhaus, ja, und mein Vater ist wieder irgendwo mal zusammengebrochen. Und da haben die uns zwei Streithähne in ein Zimmer reingelegt, ja, in ein Vierbettzimmer. Da war was los. Und der Arzt hat dann gesagt, also Herr Stahl hat gesagt, also zu mir, Sie müssen die Reißleine ziehen. Und wenn du selber deinen Wert nicht kennst, dann kannst du auch schlecht Entscheidungen treffen, ja. Da müssen wir auch ganz arg aufpassen, auch mit, wenn wir Menschen einen Rat geben. Man kann mit solchen Dingen Menschen leicht manipulieren, ja, die nicht fest im Leben stehen, ja. Ich würde auch nie jemandem Beziehungstipps geben oder sage, mach das beruflich. Das kommt nie von mir. Weil letztendlich müssen die Leute miteinander leben oder den Weg gehen, ja. Und wenn schief läuft, kommen sie zu dir, ja. Ich kann nur sagen, wie ich es gemacht habe. Falsch oder richtig, ja. Und ich kann den Leuten einen Rat geben, hol dir Hilfe, red mit deiner Familie, red mit Freunden, aber zieh nicht dein Ding durch, lebe nicht deinen Traum, sondern guck mal, ob der Traum überhaupt kompatibel ist, ja, ob der passt mit dem, was er sich vorstellt und deine Familie. Ja. Und was wollte ich jetzt erzählen, Hilda? Mit den falschen Wegen, genau. Und ich habe damals zu meinem Vater angeschrieben, der Arzt hat gesagt, wenn es nicht mehr funktioniert, dann gehen sie, ja. Und ich in meiner Überheblichkeit, wir haben gestritten, mein Vater dann, wir waren zu Hause, und er hat gesagt, wenn du mir einmal wehtust, dann gehe ich. Aber es wäre viel besser gewesen, ehrlich zu sein. Weil hinter diesem Satz stand folgende Aussage. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Und ich habe Angst, dass du mir nochmal wehtust. Ich brauche dich doch, Papa. Ich brauche dich doch. Das wäre die ehrliche Antwort gewesen. Das wäre eine ehrliche Ansage gewesen. Und so bin ich gegangen. 5 Tüten, ja, von Tengelmann, ja. Grosso, kennt noch jemand Grosso? Ich habe mit Grosso gearbeitet, ja. 5 Plastiktüten. War monatelang draußen auf der Straße, ja. Aber niemand durfte wissen. Niemand. 1993 habe ich entschlossen, jetzt mache ich eine Kung-Fu-Schule auf, ja. Als mein Vater das gehört hat und er mir zum ersten Mal begegnet, sagte, du Narr, Kung-Fu, Kung-Fu im Popfinger. Braucht kein Mensch. Kein Mensch braucht Kung-Fu im Popfinger, hat er gesagt. Und je mehr er gesagt hat, nee, das ist nichts, desto mehr habe ich gesagt, so, jetzt erst recht. Also habe ich Kung-Fu im Popfinger gemacht. Am 27. April 1993 habe ich meinen Dienst begonnen. Ja. Und wisst ihr, es war niemand da aus meiner Familie, aus meinem Umfeld, der gesagt hat, bei diesem Weg unterstützen wir dich. Niemand. Niemand. Kein einziger Mensch. Niemand. Ich habe dann in dieser Zeit meine Sportschule gehabt, ich habe in einer Firma gearbeitet, ich habe übrigens auch mal 6 Jahre in einer Lederfabrik gearbeitet, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, das ist schon so ein russisches Arbeitslager, ja, Wahnsinn, ja. Und da habe ich übrigens auch, die Hilda möchte mal, Hilda, wir nehmen das gerade eben auf, aber ich habe ein ganz billiges Handy zum Aufnehmen und da ist der Speicher nicht so, voll, so großartig, dann müssen wir kurz stoppen und dann nimmt die Hilda mit dem anderen auf, gell. Bleibt ganz kurz da, gell. Stopp, Hilda. Und in dieser Lederfabrik, da war auch mal einer, das werde ich nie vergessen, der hat auch keinen richtigen Bock zum Arbeiten gehabt. Und zu dem hat mal der Chef gesagt, ich nenne ihn mal Herr Meier, Herr Meier, ich möchte Ihnen eine neue Tätigkeit zeigen, ein neues Aufgabenfeld. Und dann hat er gesagt, oh Chef, hat er gesagt, ich bin froh, wenn ich nicht so viel kann, hat er gesagt, dann muss ich schon nicht so viel arbeiten. Ja, ja. Das ist auch mal eine Aussage, der Chef. Dachte ich, höre nicht richtig. Er hat auf Schwäbisch gesagt, ich bin froh, wenn ich nicht so viel kann, dann muss ich schon nicht so viel durch. Versteht er Schwäbisch, oder? Ja, ist egal. Egal. Ja. Auf jeden Fall, ich habe dann nachts noch an der Tür gearbeitet, in einer Diskothek drin, Sportschule geleitet, in einer Firma gearbeitet. Ich war wie tot. Ja, 1994 bin ich Papa geworden. Gemeinsame Wege bin ich mit meinem Sohn bis dahin in all diesen Jahren nicht gegangen. Aber ich wollte ja meinen Traum, der Traum, lebe deinen Traum. Wenn ich das immer höre, Leute, nein, bitte nicht, lebe nicht deinen Traum. Lebt eure Träume, ja. Vater unser, nicht Vater meiner heißt es, Vater unser, ja. Was ist gut für uns alle, ja. Nicht mein, ja. Ich, mein, mich, mir, Herr segne diese 4, ja. Kennt ihr ja. Ich meiner mir segne diese 4, gell, Evelyn, ja.
2002 habe ich dann, ich konnte einfach nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich mich komplett selbstständig. Ich höre auf, in der Firma zu arbeiten. Und jetzt mache ich nur noch Selbstverteidigung und Sicherheit. Wisst ihr, wie viele Leute mich unterstützt haben? Es war niemand da. Aber dieses Mal habe ich den Ruf aus meinem Herzen vernommen. In meinem Herzen war da, ich will dich zum Segen machen. Ja? Ich will dich segnen, damit du ein Segen bist. Ich habe mir das damals vorgenommen, das, was Menschen mir angetan haben in meinem Leben, das soll meine Stärke werden. Ich kenne mich aus mit Mobbing von allen Seiten. Ich habe andere gemobbt und ich wurde gemobbt. Ja? Und ich wollte einfach eine Hilfestellung geben, obwohl ich damals noch unversöhnt mit meinem Papa da war. Aber niemand, einer meiner besten Freunde stand an diesem Abend, als ich mich entschlossen habe. Zudem habe ich gesagt, ich will dir mein Herz mitteilen. Da standen noch ein paar andere drumherum. Ich sagte, ich mache mich selbstständig, ich höre auf, in der Firma zu arbeiten. Wisst ihr, was die mir gesagt haben? Du bist ein Idiot. Du bist ein Idiot. Du hast einen sicheren Arbeitsplatz. Und schmeißt alles hin und nur weil du irgendwas in deinem Herzen spürst. Warum sind eigentlich die anderen Jünger nicht auf dem Wasser gegangen? Die waren im sicheren Boot. Wir kennen doch diese Geschichte, als Petrus auf dem Wasser ging. Der hat das Unmögliche geschafft. Er konnte auf dem Wasser gehen. Er konnte auf dem Wasser gehen, solange er auf Christus geschaut hat. Auf wen schaust du? Wieso halt es jetzt? Da hat jemand sein Audio eingeschaltet und der muss wieder ausschalten. Genau. Wie gut, dass ich hier technische Beratung habe, ja. Auf wen schaust du in deinem Leben? Was die Nachbarn sagen? Was deine Kollegen sagen? Wie denken Gott über dich? Weißt du, wie Gott über dich denkt? Frag ihn doch mal. Ich habe, jetzt setze ich meine gescheite Brille auf. Das war meine wichtigste Frage beim Augenoptiker, ja. Ich brauche Brille, wo ich gescheit aussehe, weil ich spreche ja auch an Universität. Übrigens, Worte haben Macht, gell? Mein Papa hat früher immer gesagt, du landest eines Tages im Gefängnis. So hat er mir, ich glaube, einmal in der Woche habe ich das gehört. Das stimmt. Ja, ich bin so oft in Gefängnissen drin. Er hatte recht. Und ich habe zu meinem Papa gesagt, und ich zeig's dir, ich werde eines Tages sogar auf dem Gymnasium sein. Ja? Ich bin sehr oft im Gymnasium unterwegs. Wir hatten beide recht, ja. Ich möchte euch mal etwas vorlesen. Bin ja heute ein bisschen vorbereitet. Manche von euch kennen das, ja. Wenn du Wege gehst, dann kann es schwierig werden. Du kannst natürlich auch im Boot sitzen bleiben, kannst es sehr gerne machen oder gemütlich auf dem Sofa, ja. Und immer fleißig drum beten, dass wir alle behütet bleiben und bewahrt, immer bewahrt und behütet. Kann man auch machen, ja. Aber als ich heute mit meiner Tochter allein im Garten rumgetobt bin, ja. Die Schanze, die wir gebaut haben, gell? Ich glaube, ich habe Baden-Württemberg einen Schanzenrekord aufgestellt. Mir war klar, wenn ich da drüber gehe, das gefährt den Rücken rein, ja. Aber hey, mein Herz. Die Maya hat mir mal gesagt, die ist ja mit 16 gestorben. Liebe lebe ich nur ein paar Jahre und habe richtig gelebt. Mit der Liebe Gottes als 100 Jahre ohne richtiges Leben. Ja. Ich möchte was vorlesen von dem 32. Präsident der Vereinigten Staaten. Theodore Roosevelt, TH. Es kommt nicht auf den Kritiker an. Nicht der Mann ist wichtig, der das Straucheln des Starken analysiert oder er dem Tatkräftigen nachweist, wie er noch besser hätte handeln können. Der Ruhm gebührt dem Mann in der Arena, dessen Gesicht von Staub und Schweiß und Blut gezeichnet ist, der tapfer ringt. Der die Begeisterungsfähigkeit kennt, die restlose Hingabe, der sein Leben einer großen Sache widmet. Nur er kann ermessen, welcher Triumph ihn im besten Fall erwartet hätte. Er weiß aber auch, dass er im Fall des Scheiterns wenigstens in Ehren scheitert und dass er nie in einem Atemzug mit jenen Teilnahmslosen und Kleinmütigen genannt werden wird, der niemals Sieg oder Niederlage gekostet hat. Wisst ihr, was mir manche Sterbende gesagt haben? Ich hätte viel mehr Risiko eingehen sollen in meinem Leben. Ich hätte viel mehr wagen sollen. Ich habe mein Leben nicht gelebt. Und wie oft habe ich zu den Leuten gesagt, warum nicht? Warum nicht? Ich wollte es den Leuten recht machen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
Was hat Gott in dein Herz gesetzt? Ja? Und ich habe für mich festgestellt, und das möchte ich euch allen mitgeben, dass Gott aus unserem Versagen, aus unserem Scheitern, aus unseren Katastrophen unseres Lebens, dass er Gigantisches macht. Ich kenne euer Leben nicht oder von den meisten nicht. Ja? Hat man dich gemobbt? Du verstehst Leute, die gemobbt haben. Du verstehst sie. Ja? Hast du jemanden betrogen und beschissen? Du verstehst Leute, die betrogen und beschissen wurden. Und auch diejenigen, die es tun. Ja? Du kennst dich da aus. Hast du früher gestohlen? Ja, ich habe auch gestohlen. Ja? Hast du eine Ehe zerstört? Du kannst mit Leuten arbeiten, die eine Ehe zerstört haben. Du kennst dich aus. Ja? Ich bin 1998 von meiner ersten Frau gegangen. Wisst ihr warum? Das kann ich euch sagen. Weil da waren 3, 4 Gründe in meinem Kopf drin, die gesagt haben, ja, geh, 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 geh. Aber es hätte 1000 gegeben zu bleiben. Aber ich habe nicht auf Gott gehört, sondern auf meinen falschen Stolz. Falscher Stolz war es. Ja. Es kann sein, dass das Versagen deines Lebens deine Stärke ist. Niemand kennt sich besser drin aus. Am Mittwoch kommt ein Beitrag von einem Freund von mir, vom Sebastian Sander, auf Bibel TV um 17 Uhr. Ich habe ihn gestern noch ganz kurz besucht und Wahnsinn, der Typ wurde 2, 3 Mal niedergeschossen, 2, 3 Mal abgestochen. Sein Stiefvater schießt sich vor ihm in den Kopf. Sein Bruder wird ermordet. Er kommt in eine christliche Drogentherapie, ja, liest ein Buch von mir, meldet sich bei mir. Und das Erste, was ich zu ihm sagte, zu diesem Stirnacken, ja, zu diesem Mann, der tätowiert ist von oben bis unten, sage ich, du, ich sehe keinen großen, starken Mann. Ich sehe einen kleinen, verletzten Jungen und er weint vor mir. Dieser Mann hat den Mörder seines Bruders vergeben. Dieser Mann spricht heute über Liebe. Dieser Mann ist der einzige Mensch in meinem Leben, der zu mir gesagt hat, für dich würde ich sterben. Er hat nur kein anderer zu mir gesagt. Fällt gerade niemand ein. Für dich würde ich sterben. Der wohnte bis vor kurzem noch im hohen Norden, ja, und der hat mal zu mir gesagt, Micha, wenn du in Not bist, wenn du mich brauchst, ich habe keinen Führerschein, aber ich setze mich in den Zug rein und komme runter. Ich gehe den Weg. So viele Leute haben das mir noch nie gesagt. Sind wir auch bereit, solche Wege zu gehen? Oder wollen wir bewahrt bleiben? Ganz ehrlich, ich tue mir auch schwer mit diesem Satz, bleib gesund. Ich tue mir schwer damit. Weil ich so viel Kranke kenne. Ich kenne so viel Zerstörte. Mir schreiben Leute, meine Kinder wollen nicht mehr leben. Was soll ich denen sagen? Bleib gesund. Soll ich das sagen, oder? Wisst ihr, was mir Leute schreiben? Das ist unfassbar. Ich kann nur noch weinen. Manchmal merke ich mir, wir wissen manchmal gar nicht mehr, was wir sagen sollen. Deshalb bin ich gerne mit Menschen zusammen. Und wenn ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, dann nehme ich sie einfach in den Arm. Das ist Sicherheit. Jemand an der Hand nehmen. Mit dir gehe ich den Weg. Du bist nicht allein. Ich habe, und es berührt mich auch so, wenn Jesus ganz zum Schluss sagt, ganz zum Schluss, ich bin bei euch. Alle Tage. Bis an das Ende der Welt. Ist unfassbar. Ist unfassbar. Ich bin bei euch alle Tage. Bis an das Ende der Welt. Ob es das Ende dieser Welt ist, am letzten Zipfel in Neuseeland oder am Ende aller Zeiten. Egal. Ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht fallen. Ich verlasse dich nicht. Das ist eine Zusage. Da kann ich auch sagen, Gott, darf ich Fehler? Na klar darf ich Fehler machen. Na klar darf ich scheitern. Aber ich möchte nicht gemütlich immer auf dem Sofa sitzen und bewahrt bleiben. Ich möchte das Richtige tun. Damit ich eines Tages auch, ich habe ja das schon mal erlebt, fast im Sterben zu liegen, ja. Gut, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber da kommt es halt besser, ja. Ja, doch, da war so eine halbe Stunde, Stunde, wo ich gedacht habe zu sterben. Da siehst du die Dinge anders. Ich kenne 6, 7 Leute, die klinisch tot waren. Die haben mir unfassbare Dinge erzählt. Und manche von euch kennen auch den Johannes zum Beispiel, der 25 Meter mit dem Auto in eine Schlucht runtergefallen ist. Die kamen alle verändert zurück. Alle. Die haben alle gesagt, ich lebe jetzt ein anderes Leben. Oft brauchen wir die Katastrophen, ja. Und ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, die mache ich selten, aber ich
ich habe für mich gedacht, ich habe mir kein Zeitlimit gesetzt, aber wahrscheinlich so 90 Minuten. So lange läuft ein Spielfilm, ja. Wenn wir uns bei Netflix oder Amazon oder was für ein Wahnsinn wir uns manchmal reinziehen, ja, und betäuben, ja, da können da auch mal 90 Minuten vielleicht sowas hören. Und wenn es dann nichts war, ich vergleiche immer das, was ich sage, weil es gibt auch Leute, die sagen, oh, vielleicht ist das zu lang oder so. Ich weiß es nicht, was ist zu lang, was ist zu kurz, ich weiß es nicht. Dann betrachte mich, das, was ich sage, wie ein Supermarkt. Wenn ich in Rewe reingehe, sage ich, oh, das ist mir alles zu viel, das ist mir alles zu viel, ich brauche doch nicht so viel Hygieneartikel, ja, ich brauche doch nicht so viel Gmirs, brauche ich doch nicht. Nimm das, was du brauchst. Nimm das für dich, wo du möchtest, das passt für mich, für mein Leben. Dann nimmst du das. Ja? Und wenn es nicht passt, dann passt es halt gerade nicht. Aber wenn du bockig bist und sagst, mache ich gar nicht so, ich glaube weiterhin an ein höheres Wesen, ist doch völlig okay. Liebe fordert nichts. Liebe erzwingt sich nichts. Gar nichts. Nimm es einfach so. Aber ich will, dass du keine falsche Bescheidenheit hast. Ich habe vor ein paar Tagen einen Vortrag aufgenommen, den Impuls. Ich war 4, 5 Jahre alt, da hatte ich Mittelohrentzündung. Mittelohrentzündung, als sowas Scheußliches, du, also wer das erfunden hat, unfassbar. Mittelohrentzündung, also Wahnsinn, du. Und meine Mama, die hat schon damals in der Bäckerei gearbeitet, jetzt immer noch, aber in einer anderen Bäckerei, die hat zu mir gesagt, wenn wir fertig sind, gehen wir in die Bäckerei, da darfst du was raussuchen. Ja. Und da gingen wir wirklich, und das hat mir auch den Schmerz, der hat mir dann irgendwie so ein Ding da reingeschoben, der Ohrenarzt, das kam auf der anderen Seite wieder raus, habe ich das Gefühl gehabt, ja. Und dann gingen wir in die Bäckerei und ich war so ein kleiner Pimpf da, 4, 5 Jahre alt, und da schaut die Chefin mich an und sagt, Michael, du darfst raussuchen, was willst. Sei ehrlich, was ich will. Und da war doch so eine Eistruhe dran. Raussuchen, was ich will. Die Welt hat auch die Möglichkeit, Christus kommt auf die Welt, du kannst alles haben, kannst ein höheres Wesen haben, kannst Horoskope haben, Daumen drauf, was du willst, oder Gott in deinem Herzen, den Ring an deinem Finger, alles gehört dir, du bist der Erbe des Himmels, such raus, was willst. Wisst ihr, was ich mir rausgesucht habe? A Mini Milk für 15 oder 20 Pfennig. A Mini Milk. Und die Welt, damals als Bescheidenheit, super, demütig gewesen, super. Aber bezogen auf die Welt und was Gott anbietet, nimm dir nicht das Billigste. Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr. So sehr. Nicht, dass er dir ein Mini-Milk gegeben hat. Dass er seinen Sohn gab. Das Wertvollste, was er hatte. Vor kurzem hat mich ein Atheist gefragt, Gott ist aber schon komisch, gell? Da schickt er seinen Sohn selber gar nicht. Sag ich, du, ich habe 2 Kinder. Was denkst du, wie du mir am meisten wehtun könntest? In dem, dass du mich platt machst oder meine Kinder? Deine Kinder, ja. Mehr Schmerz kann ein Vater nicht ertragen, mehr geht nicht. Also, dass es Liebste gibt. Mehr geht nicht. Und was für ein Gott, der im Johannes steht drin, er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und Stück für Stück haben sie ihn verlassen. Da ging erst der Judas, irgendwann waren es noch 3, die mit dem Garten Gethsemane waren, und am Schluss hängt er alleine im Kreuz und ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was für ein Gott, der uns so lieb hat. Und die Welt sagt, das braucht man nicht. Wir brauchen ein höheres Wesen. Wir will irgendwas, Ebers oder sonst irgendetwas. Nein, ich brauche nur dich. Was hätte ich damals an diesem 21. Februar in der Unfallaufnahme in Tübingen sonst sagen sollen? Ich brauche dich. Und ich habe es beim letzten Vortrag, den ich hier gemacht habe über Zoom, auch gesagt. Auf der Titanic war es am Schluss allen klar. Da haben sie nur ein Lied gesungen. Näher mein Gott zu dir. Und so möchte ich aufbrechen, ja, mit ihm den Weg zu gehen. Mit ihm. Wenn du dabei bist. Wenn der Baba dabei ist. Na, probieren wir das. Ich will nicht alleine in die Welt hinausstolpern.
Ich will nicht irgendwas machen, um nur noch die Leute zu beeindrucken oder irgend sonst etwas. Ich will, dass du dabei bist. Und am besten nimmst du gleich mein ganzes Versagen, meine ganzen Schulden, meine ganzen Schmerzen, meine ganzen Peinlichkeiten und machst was Gutes draus. Und das ist auch so etwas, das hätte ich nie in meinem Leben gedacht. Ich wurde wirklich mal auf Vorträgen, wo die Leute mich nicht kannten. Ich habe mal vor schweren Jungs und Mädels gesprochen. Also ich war jetzt nicht irgendwie in einer Klinik, wo man abnehmen musste, sondern straffällige Jugendliche, ja. Drogensüchtige und alles. Und der erste, ich habe noch keine 2 Minuten gesprochen. Der, hey, Alter, du hast uns nichts zu sagen. Dir geht's gut. Verpiss dich. Das ist mal ein Empfang, ja. Stell dir mal vor, du gehst morgen so in Betrieb, ja. Das ist meine Arbeit, du wirst so empfangen, ja. Dann habe ich gesagt, Kerle, habe ich gesagt, du kennst mein Leben nicht. Ich war schon ganz unten. Ganz unten. Aber du hast nie Gewalt erfahren. Doch, natürlich. Natürlich. Und ich habe auch Gewalt weitergegeben. Gewalt ist nicht immer nur hier schlagen und reden. Gewalt ist viel mehr. Wenn wir nichts mehr miteinander reden, wenn wir keine Liebe aussprechen, wenn wir tuscheln hinter dem Rücken des anderen, das ist auch Gewalt. Wenn wir auf Facebook andere zerstören, das ist Gewalt. Wenn wir in der Schule oder am Arbeitsplatz sagen, mit dem blöder Kasper, mit der blöden Kuh reden wir nichts mehr. Natürlich ist das Gewalt. Wenn wir kein gutes Wort mehr haben für anderen, natürlich ist es Gewalt. Was soll es sonst sein? Es ist Gewalt. Und ich wurde von den Leuten auch schon gefragt, von Obdachlosen wurde ich gefragt, du hältst Vorträge für Obdachlosen? Du hast uns gar nichts zu sagen. Doch, ich war doch schon obdachlos. Und mir haben Leute gesagt, du, ich habe meine Ehe zerstört. Ja, ich auch. Ich auch. Und Leute haben gesagt, du, ich war ein miserabler Vater. Was will Gott von mir denken? Sag ich, du, ich doch auch. Ich hatte hier an dem Ort, wo ich bin, hatte ich mal vor 12, 13 Jahren eine Familie, wo der Vater die Kinder verprügelte. Die habe ich zum Essen eingeladen. Da, wo ich hier sitze, gerade eben, haben wir in anderer Kombination Wienerler mit Kartoffelsalat gegessen. 3 Kinder hatte die Familie, ein Babyle und 2 mit 5 und 7 und der Kleine, das ganz kleine Baby, das haben sie ja vernachlässigt, keine Ahnung, was da alles war. Ja, auf jeden Fall, ich habe Spuren von Schlägen gesehen bei dem Jungen und da habe ich den Vater eingeladen, die Mutter gesagt, gehen wir mal zusammen essen. Das kannten die gar nicht, am Tisch miteinander sitzen. Und da habe ich zu dem Vater gesagt, sage ich, ich muss da mal was erzählen. Habe ich dir schon erzählt, dass ich ein Komplettversager als Vater war? Du? Sag ich, ja. Du doch nicht. Doch. Ich war nicht da. Ich war egoistisch. Und das habe ich gemacht. Ich habe total versagt. Da schaut er mich an und sagt er, ich auch. Sei ehrlich. Sag ich, ehrlich? Sagt er, ja. Sag ich, was hast du gemacht? Ich verprügel meine Kinder. Und ab diesem Tag konnten wir der Familie helfen. Gehört, mein Versagen war ein Segen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Sei nicht der Hans Dampf in allen Gassen. Ich kann, mach alles da. Sondern gerade in dieser Schwachheit zu sagen, ich habe auch Fehler gemacht. Auf diesen Wegen begegnen wir Menschen ganz anders. Es ist eine Einladung für die anderen, auch ihr Herz zu öffnen. Christus starb übrigens nackt am Kreuz. Für mich bedeutet das, da hat er gleich für meine Scham mitbezahlt. Ich habe so viele Dinge in meinem Leben gemacht, für die ich mich schämen muss. Und für die hat er auch gleich bezahlt. Ja, ihr Lieben, ich habe noch 2 Verse heute, die möchte ich auch noch mit euch teilen. Ich möchte euch einfach mal so mitgeben. Psalm 31, Vers 4. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen willst du mich leiten und führen. Wer sonst? Wer sonst, ihr Lieben? Von wem wollt ihr euch führen oder verführen lassen? Von wem? Von wem? Was ist, wenn das Ende unseres Lebens gekommen ist? Kann ja schon heute sein, wer weiß es schon. Und du stehst vor Gott, mit Sicherheit stehst du vor ihm. Und dann?
Er würde dich nur eins fragen, hast du mich lieb? Ich muss sogar immer und immer wieder für diese Liebe beten. Ja, die kommt nicht aus mir selber raus. Das kriege ich auch nicht hin. Und ob das manche glauben oder nicht, ich wache manchmal wirklich auf und sehe morgens dann meinen Körper im Bett liegen und sage, Gott, da haben wir schon wieder das ganze Elend. Ja, da ist das ganze Elend schon wieder da. Wenn der Tag und wenn mein Leben was werden will, dann musst du es machen. Aus eigener Kraft kann ich das gar nicht. Aber du bist da. 194 Mal Christus in mir. Christus in mir. Christus in dir. Steht 194 Mal in der Bibel drin. Die Bibel besteht zu 70% aus Lebensgeschichten. Die lässt nichts weg. Nichts weg. Habt ihr gewusst, dass in der Bibel auch steht, dass die Leute, seine Verwandtschaft über Jesus gesagt hat, er war von Sinnen? Sie dachten, er wäre von Sinnen. Markus Kapitel 3. Also wenn ich ein Erfolgsautor wäre, dann würde ich doch nicht sagen, meine Familie hat mich schon immer für einen Spinner gehalten, ja? Oder meine Verwandtschaft. Oder meine Freunde. Nein, die Bibel lässt es drin. Genial. Das kann passieren, ja? Aber die Bibel besteht zu 70% aus Lebensgeschichten. So lebensnah. Und circa 900 Mal steht das Wort Herz drin. Ich wünsche euch, ich weiß nicht, ab und zu mal in diesem Buch zu lesen, Gott, was hast du mir zu sagen? Und das Ganze mit Herz zu lesen und sein Herz auch berühren zu lassen. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Wer sonst? Wer sonst? Und dann noch Jesaja 41, 13. Denn ich bin der Herr, dein Gott, dein. Allein dieses Wort dein, das begeistert mich. Was für eine Liebe. Das ist unfassbar. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Ich helfe dir. Das hat mein Vater früher oft gesagt, dir Hilfe. Ja, dir helfe ich heute noch. Kennt ihr das, oder? Habt ihr das auch schon mal gehört, oder? Es ist ein Unterschied, ob das ein verletzter Vater sagt oder der vollkommene, liebevolle Vater. Ich helfe dir. Das fällt mir gerade eben ein, dir Hilfe. Ja. Gerd, kennst du das, oder? Dir Hilfe. Tanja, dir Hilfe. Ja. Ja, ihr Lieben, was ich euch sagen möchte ist, es kann sein, dass wenn wir gewisse Wege gehen, dass sie vielleicht nicht so funktionieren, wie wir gedacht haben. Die Frage ist, was ist dein Ziel? Ja? Für was machst du das? Machst du es zu deiner Ehre? Du wirst irgendwann mal nicht mehr da sein. Machst du das für Ansehen? Die anderen werden mal nicht mehr da sein. Oder machst du das für den, der ewig bleibt? Das ist der Unterschied. Und da waren mal zwei Männer unterwegs auf dem Weg nach Emmaus. Das war kurz nachdem Jesus gestorben ist. Ich glaube, das war drei Tage danach. Nickt mal ganz kurz die Theologen. Das war am Ostersonntag oder Ostermontag oder irgendwie sowas, gell? Ich weiß nicht. Schick mir keine E-Mails. Ich komme nämlich hinterher, gell? Ja? Drei Tage danach, gell? Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, eigentlich hätten die Jünger von Emmaus am Grab stehen müssen und mit einer Laola-Welle warten müssen. Weil er hat ja gesagt, er wird auferstehen. Was haben die gemacht? Die sind weggelaufen. Die sind weggelaufen. Die liefen weg. In eine ganz andere Richtung. Er hat sie ihnen versprochen. Ja, der Mann, der mit einem Lunchpaket Tausende von Menschen gesättigt hat. Übrigens, Jesus war immer dann ein cooler Typ, wenn er die Leute versorgt hat, wenn er was Gutes getan hat für die Leute. Solange er gegeben hat, solange er Leben gespendet hat, solange es ein Lunchpaket gab, war er cool. Ja. Aber als er etwas forderte, ihre Liebe, ihre Herzen, an ihn zu glauben, das wollten sie nicht. Auf jeden Fall, die zwei Jünger von Emmaus, die liefen ja nach Emmaus und da gesellte sich Jesus hinzu. Die haben ihn gar nicht erkannt. Ich denke mir manchmal auch, wie oft habe ich in meinem Leben gar nicht erkannt, dass er bei mir ist. Ja, die haben ihn gar nicht erkannt. Und erst als sie wieder beim Essen waren, in der Bibel wird so oft gegessen, müsst ihr mal schauen, ist der Wahnsinn, was da gegessen wird. Und immer wieder sitzen die am Tisch. Ja, Wahnsinn. Mit dem Zachäus saß er am Tisch, am Abendmahl saß er am Tisch, mit den Jüngern von Emmaus am Tisch, im Himmel gibt's einen Tisch. Vielleicht müssen wir viel mehr miteinander frühstücken. Ist irgendwie schon komisch, dass die Lokale geschlossen sind. Die Menschen sitzen nicht mehr am Tisch miteinander.
Das ist ja ein Stück Sehnsucht nach dem Himmel. Wie oft habe ich das in meinen Vorträgen schon gesagt? Der Gerd hat mich schon auf 20 Vorträge wahrscheinlich begleitet. Der Karl-Heinz Böhm hat mich mal gefragt, Micha, warum ist in der Welt, in der es so viel Hunger gibt, warum gibt es so viele Koch- und Backsendungen, ich verstehe es nicht. Weil Medienpsychologen herausgefunden haben, dahinter steckt immer die Sehnsucht nach Teilen und miteinander am Tisch sitzen. Wir brauchen die Tischgemeinschaft für unsere Identität und für die Sehnsucht unserer innersten Sehnsüchte, für die Stillung unserer innersten Sehnsüchte. Weil es bedeutet nämlich Identität, es bedeutet, ich lerne dich, das Gegenüber kennen, ich schaue dir in die Augen, ich höre den Klang deiner Stimme. Deshalb gibt es so viele Koch- und Backsendungen. Das wird was mit unserer Identität machen. Aber wie gut, dass Gott jeden Mangel ausfüllt und dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle. So möchte ich auch leben, so möchte ich auch diesen Lockdown benutzen. Okay, jetzt ist der Lockdown. Okay, schreibe ein Buch, mache Zoom, mache Kasper hier mit Zoom-Training rum. Egal. Vielleicht erreichen wir Leute, die wir sonst nie erleben würden. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und als Jesus mit ihnen spricht, am Essen erkennen sie ihn. In wie vielen Familien ist es so, dass der eine da sein Essen einnimmt in dem Zimmer und der vom Fernseher da? Das heißt, sie kennen sich nicht mehr. Wenn es irgendwie geht, sitzt so oft es geht miteinander an einem Tisch. Und als dann Jesus weg war, sagen die Jünger zueinander, brannte uns nicht das Herz. Brannte uns nicht das Herz. Und das wünsche ich euch, dass ihr Wege geht, wo euer Herz brennt, wo euer Herz brennt, wo ihr wisst, es brennt für die richtige Sache. Der Herr führt meine Sache, steht in der Bibel. Er führt meine Sache. Ich kenne Betriebe, da sitzt der Chef morgens da und betet für die Firma. Ich habe mal einen Bericht gesehen von einem Schweizer Gastronomen, Hotelier, glaube einer der erfolgreichsten Hoteliers in der Schweiz. Bevor der in den Tag hineingeht, sitzt er in seinem Büro und betet für die ganze Hotelanlage, für seine Mitarbeiter und für seine Gäste. Wie kostbar. Manche würden sagen, was für ein Spinner. Solche Männer beeindrucken mich. Und es beeindruckt mich deshalb, weil mir mal ein sterbender Alkoholiker gesagt hat, und auch ihn habe ich schon oft zitiert. Ihr seht in diesen, ich habe schon oft zitiert, ist auch fast schon wieder eine Entschuldigung dabei. Nicht, dass schon einer dreimal gehört hat und einer viermal gehört hat. Da kommt schon wieder meine ganze Zweifel und Minderwertigkeit. Hoffentlich schreibt mir keiner wieder eine E-Mail, das hast du schon dreimal erzählt. Ja? Na und? Aber der Thomas hat mir gesagt, echte Männer können weinen und beten. So wie Christus. Echte Männer. Der Mann aller Männer. Der konnte weinen und beten. Brannte uns nicht das Herz. Unfassbar. Und bevor ich langsam zum Ende komme, Psychologen haben herausgefunden, ich weiß gar nicht, wie sowas herausgefunden, da gibt's ja, Psychologen haben herausgefunden und dann wieder hinein, ja, Spaß. Psychologen haben herausgefunden, dass 94% unsere Ängste unbegründet sind. 94%. Und wenn ich manchmal so in meiner Mitleidsphase bin, habt ihr manchmal auch so eine Mitleidsphase? Ich hab das so alle paar Wochen mal, da tue ich mir so Leute, ja, ich verschehe. So ein Abendmahl so im Mitleid so versinken, herrlich, ja. Nur länger wie 2-3 Tage soll es nicht gehen, ja. Aber so im Mitleid versinken, das hat was, ja. Wer sieht es auch so? Also ich versinke ab und zu gerne mal im Mitleid. Oh, ich bin so ein armer Kerl, alles sind gegen mich. Aber irgendwie hat es was, ja. Und manchmal denke ich mir dann, wenn 94% aller Ängste umsonst sind, dann treffen die 6% immer bei mir ein, ja. Ich lebe für die 6%, ja. Ja, das habe ich mir schon oft in meinem Leben gedacht. Ich bin für die 6% zuständig. Aber nein. Wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir dankbar, wir alle hier dankbar sein können, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr alle gesund seid. Das weiß ich nicht, ja. Ich wünsche euch aber, dass ihr gesund bleibt und wenn ihr krank seid, dass ihr gesund werdet. Ja? Deshalb sage ich nicht nur, bleibt gesund. Was ist mit dem einen, der vielleicht eine Krebsdiagnose hat? Was soll ich dem sagen? Bleibt gesund? Der schreibt mir danach eine E-Mail und sagt mir, du, vielen Dank, ich bin krank. Ich habe Jugendliche, die wollen nicht mehr leben. Was soll ich denen noch sagen? Ihr könnt heulen und schreien.
Die werden jetzt erfahren, dass die Schulen wieder 4 Wochen zu sind. Ich habe keine Antworten. Ich sage auch den Leuten, ich habe keine Antwort. Wenn du jetzt da wärst, würde ich dich in den Arm nehmen. Ich würde sogar mit euch jetzt einen Schneeballschlag machen, mir einen Haufen Schnee draußen. Die Hilda hat heute Nachmittag einen Schneemann gebaut. Also so ein Monster habe ich noch nie gesehen. Das sieht aus wie der Obelisk. Am Dingens hier. Hallo, der Schneemann Washington, ist da, nicht fertig ja, geworden. Ja, der ist noch nicht fertig. Ja. Ich würde sogar mit euch Schneeballschlachten machen. Es geht darum, neue Wege gehen. Die Frage ist für euch, vielleicht die Wege, die ihr gerade eben geht, vielleicht sind die richtig, vielleicht muss man ständig irgendwie neu aufbrechen, was mache und do, Aktionismus. Vielleicht ist der Weg, den du gehst, einfach toll und wunderbar. Vielleicht beherzigen wir das, was Mutter Teresa gesagt hat, viele Christen wollen immer Großes und viel für ihren Gott tun und vergessen, das Kleine mit großer Liebe zu tun. Ist es mehr wert, wenn ich 100 Projekte mache, ja, mit unzähligen Menschen, oder ob ich von einer Mutter gehört habe, die über 90 ist, die ihren todkranken Sohn mit 70 Jahren pflegt, jeden Tag. Kann man das aufwiegen? Geht es immer um Leistung? Die 94%, die uns so viel Angst machen, die zerstören uns so hier und jetzt. Oft denken wir, was denken die anderen über uns? Und die anderen denken vielleicht, was du über sie denkst. Und jetzt denkt jeder über den anderen irgendetwas, was gar nicht Existenz ist. Wir sind zum Segnen berufen. Segnet einander. Segnet einander, wenn ihr morgens zur Haustür rausgeht. Segnet euch. Segnet die Wege, die ihr geht, dass ihr auf gesegneten Wegen geht. Segnet die Räume, die ihr betritt, dass ihr in gesegnete Räume kommt. Und segnet alle Menschen, die euch begegnen, damit ihr gesegneten Menschen begegnet auf eurem Weg. Tja, es berührt mich selber. Ich habe, bevor der Vortrag hier anfängt, habe ich normalerweise immer SWR4 drin, gell? SWR4 Schwabenradio. Ich bekenne es ja. Aber ich habe irgendwie, war gestern unterwegs und habe einen anderen Sender drin gehabt. Da kam im Radio eine Studie über Jugendliche. Ich bin hier, diesen Weg vom Parkplatz bis in die Sportschule rein, das sind vielleicht 100 Meter. Ich hatte einen ganz anderen Plan gehabt, was ich euch erzählen soll, und auf einmal mein Herz. Was sage ich denen? Ja? Welche Wege gehen die Sterbenden? Die haben nicht meine Hand, die sie momentan hält. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Vergesst einander nicht, ja, und sucht euch Mittel und Wege, wie ihr euch begegnen könnt, sofern es erlaubt ist. Wir sollen auch der Obrigkeit untertan sein. Und ich wünsche euch, dass ihr, natürlich sollte man nicht jedem sein Leid an die Birne hinwerfen, aber wenn wir ehrlich einander fragen, wie geht's dir? Oder wenn ich den anderen ehrlich frage, dass wir nicht mit einer Floskelabsicht fragen, sondern dass es ehrlich ist, wie geht's dir überhaupt? Ja. Und die Hilda wurde heute von einer Dame gefragt, wie geht's dir? Ich weiß, dass es der Hilda nicht gut geht. Ja. Soll sie dann sagen, super, super, perfekt, du, war alles super? Nein, sie leidet. Sie leidet. Ja. Ich leide auch. Und trotzdem, auch Freude zu haben, ist eine Entscheidung. Ich habe mich entschlossen, immer mehr Freude zu haben. Ja. Und deshalb, die Hilda hat einen Lieblingsvers, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Welche Freude sonst? Welche Freude sonst? Ich habe euch vor 2 Wochen erzählt, dass meine Oma im Sterben Jesus gesehen hat. Die hat geleuchtet wie die Sonne. Ich wünsche euch, dass ihr das in eurem Leben erfahrt, dass euch Menschen begegnen und dass ihr die Menschen seid, die anderen begegnen auf ihrem Weg, wo von der Bibel geschrieben steht, die auf Gott schauen werden, leuchten wie die Sonne. Das wünsche ich uns allen, dass wir leuchten wie die Sonne. Dass, wenn ihr eine Firma habt, dass ihr für eure Mitarbeiter, ja, wie so ein Leuchtturm seid. Dass, wenn ihr eine Gemeinde leitet, dass ihr auch ruhig den Leuten mal sagen könnt, du Hans, du Egon, Waltraud, mir geht's auch nicht immer gut. Ich muss nicht immer der Starke sein. Eben zu dieser Schwachheit zu stehen, ja, das ist Stärke. Das wünsche ich uns. Und so verbleibe ich. In der Bibel steht ganz zum Schluss, ich komme bald. Das Schöne ist, er ist ja schon da. Das Schöne ist, dass er sagt, ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Das Schöne ist, ich helfe dir.
Und so wie ich meinen Jesus kenne, meinen Jesus, darf ich wirklich so sagen, meinen Jesus. Ich glaube manchmal, der hätte jetzt einfach mit uns einen Schneeballschlag gemacht. Das ist das Evangelium. Dass wir sind wie die Kinder. Ja? Dass wir Freude aneinander haben. Dass wir nicht mehr, ich kriege das immer mehr mit und es belastet mich wirklich. Und vielleicht auch das, wenn wir neue Wege gehen, was belastet uns überhaupt? Was nehmen wir auf die Reise mit? Vor kurzem hörte ich von einer Dame, die ich sehr gut kenne. Sie glaubt an Karten. Die Karten haben ihr gesagt, das und das. Ehrlich? Wirklich? Welche Last trägst du mit dir rum? Wie lange machst du das schon? Was hast du da in dein Leben eingeladen? Es gibt auch Flüche in unserem Leben. Ja? Es ist ein Fluch, was ich gehört habe. Du bist nichts, ist ein Fluch, der über mich ausgesprochen wurde. Du kannst nichts, aus dir wird nichts. Da kann man auch sagen, Jesus, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin dein Kind. Und diese Worte, die andere über mich ausgesprochen haben, die haben keine Macht mehr. Hast du in deinem Leben mit Horoskopen, mit Dingen zu tun gehabt, mit okkulten Dingen? Vertrau dich jemandem an, bete zusammen. Fang neu an. Du darfst jeden Augenblick deines Lebens neu anfangen. Trage nicht den Rucksack, diese schweren Steine mit dir herum, die dich heute noch belasten. Sprich Vergebung aus, bitte um Vergebung, trag nicht die Lasten. Er hat schon alles getragen. Was für ein Gott, der alles trägt. Pastor Busch, und so möchte ich jetzt langsam zum Ende kommen, hat früher immer gesagt, gehen Sie mit mir nach Golgatha. Gehen Sie mit mir nach Golgatha. Wir achten nicht auf die Menschen, die kreischen und schreien, die lästern und fluchen. Wir schauen nicht auf die Kreuze links und auf die Kreuze rechts. Wir schauen auf den Mann in der Mitte. Auf den Mann in der Mitte. Er ist der Allerverachtetste. Haben Menschen dich mal verachtet? Ich kann dir sagen, niemand wurde mehr verachtet wie er. Man hat ihm die Barthaare herausgerissen. Man schlug einen Stock auf seinen Kopf. Man hat ihn angespuckt. Man hat ihn 39 Mal ausgepeitscht. 5 Tage bevor er nach Jerusalem einzog, haben sie geschrien, Hosianna. Und 5 Tage später kreuzigt ihn. Und er hängt dort nackt. Schauen Sie auf den Mann in der Mitte, hat Pastor Busch gesagt. Da hängt er. Das Lamm Gottes. Aus Liebe zu dir und zu mir. Das Licht der Welt stirbt in absoluter Dunkelheit. Derjenige, der von Massen umringt war, stirbt einsam. Was für ein Gott. Und Konfirmation bedeutet, zu diesem Gott Ja zu sagen. Mit dir will ich gehen. Wenn mir früher ein Mädel gefallen hat, in der Schule, habe ich einen Zettel geschrieben. Willst du mit mir gehen? Ja, nein. Vielleicht bitte ankreuzen. Ich kann es vorwegnehmen, es ging immer negativ aus. Ja. Und manchmal hatte ich hatte manchmal so Probleme, den Zettel dem Mädle direkt geben, also habe ich es meinem Kumpel, dem Karsten, gesagt, der wo gestorben ist. Sei Karsten, gib du den Zettel. Und ich habe von Weitem dann beobachtet, wisst ihr eigentlich, dass Gott so zu euch ist? Dass er euch jetzt fragt, willst du mit mir gehen? Wahnsinn. Was für ein Gott. Ich kann nur Ja sagen, von ganzem Herzen. Mit dir will ich den Weg gehen. Und ich bitte ihn auch darum, dass er mich festhält bei diesem Weg. Weil wenn ich mich an ihn klammer, da kommt wieder nichts dabei raus. Beim Gläunster Furz lasse ich los, beim Gläunster Windstoß lasse ich ja los. Du musst mich halten. So wie ich es heute vorgelesen habe, ihr Lieben. Und dann werde ich beten. So will ich das Gebet sprechen, das ich seit vielen Jahren schon spreche, und wer möchte, kann im Herzen mit einsteigen. Und ja, und ich hoffe, dass ihr für euch persönlich ja die Antwort habt, ja, mit dir will ich gehen. Ja. Mit dir will ich gehen. Das ist Wahnsinn. Ja, lieber Jesus, ich danke dir, dass du uns fest versprochen hast, dass wo 2 oder 3 in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist.
das über Zoom ist oder ob das über YouTube ist. Du bist da. Und du siehst, wie es in unserem Herzen aussieht. Du siehst die Verletzungen, du siehst die Unsicherheit. Du siehst all die Entscheidungen, die anstehen, ob wir die Wege gehen, die wir gerade gehen, ob sie richtig sind, ob wir neue Wege gehen sollen. Du bist auch derjenige, der uns motivieren kann. Und all die unbeantworteten Fragen legen wir in deine Hände. Und deshalb bitten wir dich, dass du unseren Mund segnest, dass wir die Dinge aussprechen, die gesagt werden müssen. Ob es ist, ich hab dich lieb oder vergib mir oder schön, dass es dich gibt. Wir bitten dich, dass du unsere Hände und Arme segnest, dass sie Geborgenheit und Sicherheit schenken und vielleicht auch im Internet oder am Telefon die richtige Nummer eintippen, die richtigen Adressen eintippen, die notwendig sind. Und wir bitten dich, dass du unsere Beine segnest, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Segne unser Herz, dass es dich einlädt, nie mehr gehen lässt und dass du es durch deine Anwesenheit und deine Liebe vollständig gesund lebst. Amen. Ihr Lieben, das war jetzt Spielfilmlänge. Ja? Ich wünsche euch, dass immer, wo immer ihr auch seid und wie rau auch die Täler sind und wie dunkel alles noch wird, dass ihr das wisst, dass ihr nie allein seid. Und das hat mir meine Tante Wilma am 8. Februar letzten Jahr noch gesagt, als ihr Dorf mit Bomben beschossen wurde. Da haben sie sich versammelt. Sie haben sich an den Händen gehalten und gesungen und gebetet. Das wünsche ich euch auch, dass ihr jemanden habt, mit dem ihr trotzdem noch singen dürft, an dem ihr euch festhalten könnt und dass euch niemals schämt zu beten. Das wünsche ich euch. Dove, der mich heut wann ich vor, der mich wärmt wann mich friert, der mich so sehr vermisst, dass er sucht nach mir. Ist denn da wer, der mich nimmt, wie ich bin? Aber nicht verliert, der so sehr an mich glaubt, dass er sucht nach mir. Wo bist du? Mein Herz schreit nach dir. Jeden Augenblick spür ich so eine Sehnsucht nach dir. Wo bist du? Lass dich finden von mir. Jeden Tag immer mehr steigt die Sehnsucht nach dir. Ist denn da wer, der mit mir lacht, wann ich war, mich begleitet am Weg, der mich haltet